Spike Soul's Fantastic Pastas. Das 14. Türchen. Heute soll das erste Training für unser Rentier Sonnenstrahl stattfinden. Er hat nicht nur die Erlaubnis vom Weihnachtsmann, sondern auch vom Anführer der Zugtiere, Gewittersturm, erhalten. Doch Sonnenstrahl weiß, dass er noch ganz viel üben muss. Deshalb will er bereits jetzt anfangen zu trainieren. Denn in 10 Tagen ist Weihnachten und bis dahin muss er alles können. Er trottet zu den anderen Rentieren und bittet sie um Hilfe. Gewittersturm sieht ihn nur verächtlich an. Wirklich zufrieden ist er nicht mit der Situation. Doch er verspricht Sonnenstrahl, so gut er kann, zu helfen. Denn was sagt ein altes Sprichwort? Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wenn Sonnenstrahl seine Aufgabe nicht schafft, bekämen auch alle anderen Rentiere, die den Schlitten vom Weihnachtsmann ziehen, Probleme. Sonnenstrahls erste Aufgabe ist es, stärker zu werden, damit er die Last des Schlittens auch tragen kann. Sonnenstrahl versteht Gewittersturm, denn er hat gestern selbst gemerkt, dass es schwierig ist, einen stehenden Schlitten in Bewegung zu setzen. Unser kleines Rentier muss mehr Kraft aufwenden, als er dachte, und die fehlt ihm noch. Und natürlich hat Gewittersturm bereits eine Idee, wie Sonnenstrahl seine Kraft trainieren kann. Baumstämme. Sonnenstrahl muss Baumstämme ziehen. Erst einen, dann zwei und dann immer mehr. Jeden Tag trainiert unser kleines Rentier nun mindestens 1 Stunde Baumstämme ziehen. Sonnenstrahl merkt, dass er sich durch dieses Training nicht nur einen, sondern 2 seiner größten Wünsche erfüllen kann. Er darf nicht nur den Schlitten vom Weihnachtsmann ziehen, vielleicht findet er noch Freunde unter den anderen Rentieren, denn die anderen Rentiere schauen ihm neugierig zu und helfen ihm, so gut sie können.